Kurzbeamte, das heißt, sie sagen uns damit, sie ist keine. Also Urkundenfälscher. Die ist nicht nur berechtigt, ein Siegel zu führen. Ein Urkundsbeamter ist mit öffentlichem Glauben ausgestattet. Versuchen Sie mal einen Gerichtsschreiber im Gerichtssaal, der die Verhandlung im Urkunde hält. Stellen Sie den Antrag, dass der seine Bestellung zum Urkunde auf den Tisch legt, ist vorbei. Er hat nämlich keine. Stellen Sie den Antrag, dass er gesetzlich, dass der vermutete Vorsitzende den Nachweis zu führen hat, und zwar bevor er irgendwas tut. Den Nachweis zu führen hat, dass er gesetzliche Richter nach Artikel 101 umgesetzt. Der steht auch im Gehe. Ja, was soll er denn machen? Aber nichtsdestotrotz haben wir hier noch Land in Sicht. Denn wenn das AfD-Recht auch nicht mehr gilt, dann wissen wir doch, dass wir unser Besatzungsrecht haben. Und das, meine Damen und Herren, ist unsere Aufgabe. Das müssen wir einfordern. Das ist unsere Aufgabe heute von jedem Einzelnen von uns. Besatzungsrecht sagt ganz klar, AHK-Gesetz, AHK ist die Abkürzung für Alliierte Hohe Kommission, AHK-Gesetz Nummer 2, Römisch 5, ich glaube, laufen wir Nummer 9 oder 9. Niemand darf im besetzten Deutschland als Richter, Staatsanwalt, Notar oder Rechtsanwalt amtieren, es sei denn, er hat eine Zulassung von der Militärregierung. Also, holen wir sie. Wäre natürlich eine Alternative. Also holen wir sie uns doch. Sie sollen uns an eine Stadt erklären, dass sie nach AHK-Gesetz Nummer 2 amtierende Richter sind mit einer gültigen Zulassung nach deutschem Recht. Werden sie nie schriftlich kriegen. Die werden gleich abgeholt, wenn sie das schriftlich zu Papier bringen. Und wenn ich das so formuliere, das klingt etwas salopp. Und sagen, wir sind hier in dem Bereich Deutschlands, wo das tatsächlich funktioniert. Im letzten Jahr 2 Richter und ein Staatsanwalt erwischt. Sind mal eben vorgeführt worden. Vom obersten Militärstaatsanwalt. Der Russischen Föderation zuständig für die Rehabilitation ausländischer Staatsbürger. Wenn man dort vorträgt, wie hier rechts gewollt wird, das mit Schriftsatz belegt, dann passiert da richtig was. Die greifen ein. 15. Dezember, am 15. russische Fusilierer in Deutschland, Reichsangehörigen, war es da Untersuchungshaft in Bautzen ausgelöst. Die Hundertschaftspolizei hat dafür zugehört. Das ist doch ein Faktor. Das sind nur kleine Lichtblicke. Die Türme so ein bisschen. Aber wir merken, was in Deutschland wohl los ist. Und wir merken auch, was wir dazu beitragen können, indem wir unser Recht einfordern. Nicht mit dem dicken Hintern vom Fußballkino sitzen und sagen, wer so schön wäre. Nee, es selbst in die Hand nehmen. Das tun wir. Nicht nur, indem wir uns vor Gericht verteidigen und dafür sorgen, dass diese ganzen illegalen Justizverbrechen, die darüber geplant werden, jeden Tag über die Bühne gezogen werden, dass die aufhören, dass die Verfahren eingestellt werden, dass sie die Akten verlieren, nur um nicht urteilen zu müssen, nur nicht um Beschlüsse über unsere Anträge schießen zu müssen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir gemäß dem Potsdamer Abkommen verfahren. Die Alliierten haben gesagt, wir werden so lange geknechtet, bis das deutsche Volk selbstständig bewiesen hat, dass es in der Lage ist, sich demokratisch und rechtsstaatlich zu organisieren. Verdammt nochmal, dann tun wir es doch. Natürlich, die BRD-Restorganisation ist abwicklungsreif. Und die sind es nicht, sonst würden die von den Alliierten nicht so behandelt werden, dass man ihnen alles Handwerkzeug aus der Hand holt. So ist es. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass wir nach und nach immer hart am Recht, nicht revolutionär, nicht auf die Barrikaden gehen. Wir alle wissen aus anderen Ecken der Welt, wie schnell der Mob auf der Straße ist. Gerade wir haben bei uns ein recht gemischtes Potenzial hier.
immer hart am Recht daran arbeiten, die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen. Dazu ist es notwendig, dass wir uns Gedanken darüber machen, was die Welt von uns zu erwarten hat. Im Rest der Welt ist es egal, dass wir wieder Chef im eigenen Haus sein wollen. Das ist für uns wichtig, dass wir uns wieder organisieren, dass hier wieder ein Rechtsgebäude, so wie wir es vom deutschen Recht gewöhnt sind, herrscht. Nein, der Rest der Welt muss wissen, was sie davon haben, wenn ein deutscher souveräner Staat wieder gleichberechtigt in der Völkergemeinschaft sein wird. Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Sich dazu beizutragen, und sie alle aufgefordert, im Gespräch, in der Diskussion, in Beschlüssen und in dem, wie wir unser Leben gestalten. Wir müssen für den Rest der Welt so zum Anpassen sein, dass sie sagen, ja, die wollen wir, mit denen können wir uns anfangen. Das ist unsere Aufgabe. Das steht im Potsdamer Abkommen. Wenn wir das tun und wenn wir es qualifiziert richtig tun, haben wir eine gute Chance, auf den Querelen, die die Alliierten gerade im Begriff sind, vom Zaun zu brechen, untereinander. Auf dem Boden dieser Querelen, der lachende Dritte zu sein. Aber wie gesagt, hart am Recht und mit Hand und Herz dabei. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihr rechtliches Gehör. Und bin jetzt wieder auf Fragen.